Und sprechen möchte ich dann darüber mit unserer Reporterin Anna-Marleen Hove für uns am Tatort. Lass uns als erstes einmal auf diesen mutmaßlichen Täter blicken. Was weiß man bisher? Gibt es da schon neue Schlüsse, vielleicht auch auf das Motiv der Tat? Ja, dazu ist jetzt hier gerade bei mir der Pressesprecher der Polizei, Wolfgang Jürgens. Und dazu auch gleich die erste Frage. Was ist denn bisher über den Täter bekannt und wie wird jetzt weiter verfahren? Also der Tatverdächtige ist ein 27-jähriger Asylbewerber aus Eritrea, der hier seit mehreren Jahren in Deutschland wohnt. Er gilt als Tatverdächtiger, ist momentan für uns nicht ansprechbar. Wir führen jetzt intensive Ermittlungen. Die Kriminalpolizei ist mit vielen Beamtinnen und Beamten jetzt im Einsatz, um herauszufinden, wie es zu dieser Tat kommen konnte, was die Hintergründe sind, auch die Frage, ob sich Täter und Opfer überhaupt kannten. Das ist eine Frage, die wir eben auch zu beantworten haben mit diesen Ermittlungen. Es gab sehr konträre Stimmen. Die eine Seite der Bürger war hier sehr wütend gestern Abend bei der Andacht. Einige aber auch sehr verteidigend. Ja, es sei nicht alles falsch gelaufen und so könnte man das nicht sagen. Also wie ist das einzuschätzen? Hätten hier mehr Sicherheitsvorkehrungen hingehört? Hätte hier öfter mal Besuch von der Polizei stattfinden müssen? War das in einer gewissen Weise vielleicht so ein bisschen vorhersehbar? Also solche Dinge sind im Regelfall nicht vorhersehbar. Es gibt eine intensive und engmaschige Betreuung von Flüchtlingen, die in Deutschland ankommen. Das ist in erster Linie nicht die Polizei, sondern das sind die Landratsämter, das sind die Kommunen im Einsatz. Es gibt viele ehrenamtliche Betreuer, es gibt viele Menschen, die sich darum kümmern. Und wenn die Polizei kommt, ist es meistens schon sehr weit gekommen. Deswegen ist es am wenigsten die Polizei, die jetzt in der Betreuungsfrage dann gefragt ist. Aber dort, wo wir gefragt sind, dort sind wir präsent. Da geht es zum Beispiel um Schutzmaßnahmen, um Präventivmaßnahmen, gerade jetzt im Hinblick mit Flüchtenden, die hier nach Deutschland kommen. Vielen Dank für diese Einschätzung von Ihrer Seite. Was wir auf jeden Fall auch wissen, die Andacht und die Trauer hier in der Gemeinde ist sehr groß. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.